Hallo Freunde der Sonne, willkommen zurück hier auf Madagaskar und in Uncharted 4, wo wir hier immer noch über diese kleine Insel klettern, den Sam suchen und den Schatz. Wobei bei dem Schatz habe ich langsam die Hoffnung aufgegeben. Irgendwie ist dieser Berg da hinten unser Ziel. Ich weiß es nicht, welcher genau. Aber wir sind auf dem guten Weg und offensichtlich gibt es hier immer unterschiedliche Wege, wie wir da rüberkommen. Oder auch nicht. Ich bin zu waghalsig, springe zu oft irgendwo hin und falle dann auch manchmal gerne runter. So. Ne, hier unten, Junge. Da. Ah. Oh, Scheiße. Oh. Hey, hey, worauf schießt du? Hab was gesehen. Eine Bewegung da bei den Bäumen. Ach, jetzt muss ich mich hier auch noch vorbeischleichen, damit die mich nicht sehen. Die ganze Zeit war ich jetzt hier irgendwie alleine unterwegs. Okay, Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Na los. Ich glaube, ich schleiche mich hier durch das hohe Gebüsch. Aber dazu müsste ich ja dann erstmal darüber kommen irgendwie. Und wen von Ihnen haben Sie gesehen? Den älteren Bruder. Er hat ein paar von uns erschossen und ist abgehauen. Glaubst du, der andere lebt noch? Bis wir eine Leiche finden, bleibe ich auch dabei. Oh. Wie haben Sie das? Oh, 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 oh. Scheiße. Was war es? Keine Ahnung. Sag was, Mann. Das war nichts. Jemand hat ihn erledigt! Nein, nein! Ich hab ihn! Okay. Perfekt. Ah, ich wollte das jetzt eigentlich leise machen. Wollte ich eigentlich. Oh, ja. So weit kommt's noch hier. Wieso habe ich eigentlich diese blöde Pistole jetzt da genommen? Hm? Wollte ich eigentlich nicht. Wo habe ich denn hier diese das Maschinengewehr? Da? Naja, gut. Besser als nix. Glaubst doch bloß du. So. Vier Schuss, wenig Munition, Leute. Wo waren denn die hier? Kann ich denn... Wo ist diese blöde Maschinenpistole oder das Maschinengewehr? Hm. Na gut. Nehmen wir mal was anderes. So, wahrscheinlich müssen wir hier irgendwie weiter. Obwohl das alles nicht schlecht aussieht hier zum Rüberlaufen, aber wie gesagt, ich glaube, es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Hier springe ich einfach mal. Hier lang. Oh. Moment. Oh, hier drüben! Ich hab ihn! Nee, oh. Bin ich jetzt... Oh nein. War ich nicht leise genug? Oh, war ich nicht leise genug? Ich dachte, ich könnte das irgendwie so... Sneaky erledigen hier. War wohl nix. Mach ihn fertig, ja. Ich mach euch hier fertig. Oh. Aber eine gute Waffe. Schieß
Aber wenig Munition. Wo ist denn der? Wo ist der Typ? Oh, da unten gibt es auch noch was. Was haben wir denn hier? Verdammt! Ach gut, das ist ein Schrotflinte oder so irgendwas, ja? Schnauf erstmal durch, Junge. Dann machen wir das irgendwie. So. Wieso habe ich jetzt schon wieder irgendwie eine andere Waffe? Irgendwie bin ich jetzt leicht verwirrt. Egal. Egal. Wir schwingen uns jetzt hier den Berg hoch. Stehen dann völlig ungeschützt hier. Oh, heilige Scheiße. Oh. Oh Gott. Ein Sniper. Ach du meine Güte. Sniper? Das ist natürlich doof. Ach, und jetzt habe ich wieder keine Munition. Ach, Mist! Oh nein, nein. Und du hast jetzt gar keine Waffe dabei, oder? Ah. Ach doch, dem habe ich irgendwas abgenommen. Jetzt habe ich wieder eine Waffe. Ah, ich verstehe es nicht. Kann ich denn hier eigentlich auch? Ich kann auch irgendwie auch so Granaten werfen, oder? Ah, nein. So, ja nicht. Irgendwie konnte ich doch. Naja. Konnte ich. Irgendwie, keine Ahnung. Ich werf mal. Ich komm nicht so weit. Mist. Ich komm nicht so weit. Der wäre erstmal erledigt hier. Eigentlich bin ich ja schon so eher der Durchschleichtyp, aber. Zu nah! Waff! Wow, verflucht! Wow, Scheiße! Nein, ja. Nein. 80. Oh Mist. Okay, jetzt habe ich hier dieses Sniper-Gewehr. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und jetzt sind sie schon alle tot, oder? Kann ich das gar nicht ausprobieren? Hm, Mist. Da rutsche ich hier irgendwie runter. Ich glaube, ich gehe lieber hier unten lang. Oh nein. So, was habt ihr denn an Munition hier? Nee. Ich behalte jetzt hier mal das Sniper-Dingsi. Nö. So wild ist das ja hier jetzt auch nicht mit den Schießereien, dass man sich da wunder wie ausrüsten müsste. Bin ich eigentlich immer noch auf dem richtigen Weg? Jetzt habe ich irgendwie so den Überblick verloren. Oh. So, und dann darüber. Okay. Wahrscheinlich müssen wir doch zu diesem schrägen Berg davor.
Okay. Wo lang? Oh, ich weiß es nicht, Junge. Du bist hier der Pfadfinder, ich nicht. Hm. Heilige Scheiße. Huch. Wahrscheinlich da drüben hoch, oder? Wahrscheinlich hier drüben hoch und hier liegt wieder ein armer Tropf. Was ist das? Ein Brief. Verehrter Finder, diese Nachricht. Er hat mich ermordet, um an Averys Schatz zu gelangen. Wow, ganz schön düster. Burns Crew hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. Aber der Avery kann uns jetzt hier nicht mehr umbringen. Der ist ja selber schon tot. Aber es gibt ja genug andere, die hier... Oh, nein, nein, nein. Oh. Heilige Scheiße. Ach, der Sam. Ich hätte dich fast umgepustet. Sam, du bist okay. Ja, mich haut so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Ja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du da noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten. Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt, halt, halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre Ach, meines komm, Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße. Haben wir jetzt einen Eingang gefunden, oder? Oder irgendwas? Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Ach so, da gibt's jetzt hier wieder Gemäuer. Hier geht's. Aha. Oh, verdammt. Das könnte was sein. Ja, hoffen Eine wir mal, der Rest zerfallene Brücke nicht oder sowas. Unter altem Schutt begraben. Immer positiv denken. Nathan, hier lang. Aber irgendwie verstehe ich es dann auch nicht. Wir sollen oder der Sam soll doch eigentlich den Schatz organisieren, um sich bei dem Rafe freizukaufen. Warum sucht der Rafe dann eigentlich selber noch danach? Hm. Sam, hier oben. Nicht so ganz verstanden. Hier guckt man irgendwie da rein. Keiner zu Hause. Ja, Gott sei Dank. Du sahst auch schon mal besser aus, hm? Ja, ganz besonders das Dach. Na, hoffentlich fällt es uns nicht auf den Kopf. Ja, so vergammelt, wie das ausschaut. Und dann hier bei dem feuchten Wetter.
würde ich mich auch nicht darauf verlassen. Was ist das jetzt hier? Oh ja, das ist keine gute Idee. Ich dachte, der wollte das da irgendwie hin und her schieben. Seb, hier lang. Oh, das fällt doch alles runter. Ach, ja, das darf nicht wahr sein. Hey Nathan, ich glaube, wir können hier durch. Dadurch? Ja, dann geh mal. Hier lang, Nathan. Staubig. Und dann hier runter, oder wie? Und dann hier weiter? Das ganze Gekriech ist ein gutes Oberschenkeltraining. Oh, das sieht doch nicht schlecht aus hier. Und hier geht's auch irgendwo hin. Oder nirgends. Ach, endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Ja, du sagst es. Hm. Und da? Hey, da geht's nach draußen. Ach, das ist zu hoch, da kommen wir nicht ran. Suchen wir was zum Draufstellen. Sollte nicht innen drin irgendwie der Schatz sein oder nicht? Oder wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Egal, ich guck mich jetzt hier mal um. Eine Kiste, ich weiß was. Eine Kiste. Los geht's. Aufgepasst! Upsi. Wir sind wieder im Geschäft. Heilige Scheiße. Praktisch, dass da immer so Kisten auf Rollen in der Nähe sind. Oh, und das ist jetzt dieses Piratendorf, oder was? War cool. Ist aber noch ziemlich viel davon übrig, dass das jetzt ein paar hundert Jahre alt ist. Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Libertalia. Libertalia! Das lange verschollene legendäre Piratenutopia, entdeckt nach 300 Jahren. Von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich habe immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Genieß den Moment. No, sieht schon gut aus. Wo willst du anfangen? Aber wenn ich jetzt einen Schatz suchen müsste... Mit dem Gebäude da drüben? Genau, würde ich auch in diesem... Du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Da würde ich jetzt auch mal nachgucken. Das ist... So. Also, ich bin sprachlos. Verdammte Scheiße nochmal, Nathan. Das ist für dich also sprachlos? Aber das Ganze ist ziemlich gut erhalten. Doch, bin schon überrascht. So. Vielleicht Jahrzehnte. Wie konnten die das hier all die Jahre geheim halten? Ja, das weiß ich auch nicht, weil das müsste man doch sehen, wenn man da mit dem Flugzeug drüber fliegt oder so, oder? Selbst ohne Schatz ist das ein Hier war wohl Boden. Der Schmied des Ortes. Hey Sam, sieh dir das an. Eine Schmiede. Hier? Hier sind ein paar Entermesser. Halt, du räudiger Hund! Cool. Ja, die sind wohl nicht mehr ganz so gut. Ja, nein, ich weiß. Erhalten. Das sollte nur. Genau. Genau. Bist ein mieser Pirat. So, dann gucken wir mal weiter. Schmiede haben wir gefunden. Haben Sie mit anderen Völkern gehandelt? Was haben wir hier? Hey Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Ich habe einen neuen Tagebucheintrag.
Also gegen die, die hier Fahnenflucht betreiben und hier diese Stadt nicht ordentlich verteidigen. Ging es darum, keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten gibt's eigene Regeln. Eins auf die Waffel. So. Hier gibt's auch noch was. Also nicht, dass ich wüsste, wo ich jetzt hin muss. Außer als führt hier ein Weg oder sowas durch. Aber da kann ich ja nicht durch, oder? Muss ich irgendwie außen rum. Hier kann man rein. Oh. Pferde, die sehen auch nicht mehr so frisch aus. Was haben wir noch? Was haben wir hier noch Schönes? Irgendwelches Kochzeugs. Ja, jetzt sind wir hier einmal rumgelaufen. Ich glaube, ich gehe mal hier die Treppe hoch und schau mal. Was haben wir hier? Ein Gläschen mit irgendwas? Ah ne, eine Dose oder so. Aha. Weiß man auch nicht so genau, was da drin ist. Vielleicht ein Schießpulver, vielleicht auch irgendwelche Gifte. Aber ich gehe jetzt mal weiter rauf. Verschlossen, na klar. Ach, das stört doch sonst nicht, oder? Kann ich das aufschießen? Nee, geht nicht. Gut. Da muss ich wohl doch hier unten irgendwie irgendwas machen. Ich folge mal dem Sam. Aber der kennt sich auch nicht aus. Oder doch? Hier liegt noch irgendwas. Pferdeknochen. Nee, nur Pferdeknochen. Sie sind auch angebunden, als ob sie zurückgelassen wurden. Warum Pferde? Keine Ahnung. Vielleicht mussten die Leute fliehen. Oder sie wurden fortgebracht. Aber dann hätten die doch die Pferde auch mitgenommen. Genau, die armen Pferde. Was ist hier wohl passiert, hä? Weiß nicht, muss man mit dir reden oder was? Naja, du weißt schon, nichts wird ewig, stimmt's? Ich mache hier Witze über verfluchte Piratenschätze. Nach all deinen Geschichten? Tja, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Meistens. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht hier rausgefunden. Gehen wir mal hier hinten rum. Obwohl, ich glaube, hier waren wir schon. Da geht's auch nicht weiter. Captain Avery, hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. So. Ja, hier war ich ja schon. Dann gucke ich jetzt mal, ob ich hier irgendwie hochklettern kann. Ja, oder können wir das zu zweit aufmachen, hier die Tür? Nee, der will gar nicht mit. Der will nicht mit. Der gute Sam. Nee, irgendwie zum Hochklettern ist hier aber auch nichts. Also, weiß es nicht so. Ah, hier geht's noch irgendwie hoch. Schauen wir mal hier. Vielleicht darüber irgendwie. Ach nett. Hier ist noch der Tisch gedeckt. Und ein Rumfläschlein. Könnten wir uns hier vielleicht mal einen kleinen Schluck genehmigen.
Und ein Bett gibt's auch hier. Weiß nicht. Kann mich hier runterfallen lassen? Nee, auch nicht. Und springen kann ich auch nicht. Ich scheine nicht auf dem richtigen Weg zu sein. Ich meine, das Piratendorf ist ja ganz nett, aber irgendwie komme ich jetzt hier gerade nicht weiter. Vielleicht suche ich an der falschen Stelle. Vielleicht suche ich irgendwie an der falschen Stelle. So, aber ich glaube, hier sind wir runtergekommen. Ja. Okay. Vielleicht hier rüber? Runter. Hier ist noch was. Zettelchen. Der Brief ist noch lesbar. Oh, was haben wir denn da draufstehen? Zweifellos hast du davon gehört, dass mein Schiff von einem Mann der Ostindien-Kompanie zerstört wurde. Jede Menge Briefe. Aber irgendwie kein Weg irgendwo hin. Kein Weg irgendwo hin. Oder hier? Nee. Auch nicht. Menno. Jetzt sind wir wieder in der Schmiede. Gut. Dann gucke ich mich hier nochmal um. Auch irgendwie nichts. Der gute Avery, hat der irgendwas an Hinweisen? Keine Ahnung, Mechanismen? Nee, nur Hinweise. Was soll das Symbol? Ich habe welche gesehen, als ich nach dir gesucht habe. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Diese Leute hatten bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Nate, sieh dir das an. Symbol? Ach, Quatschkopf. Ah, ich würde mich gerne in diesem Ding fotografieren lassen, wenn wir eine Kamera hätten. Hey, ich könnte dich zeichnen. Genau, wollte gerade sagen, der zeichnet doch immer alles. Genau, zeichne den mal. Jo. Das ist erstaunlich, aber wie kommen wir jetzt zu dem großen Gebäude mit dem Turm? Ja, da bin ich ja auch gerade am Überlegen. Hier ist auch noch was. Ein Schloss. Ein Schloss. Also offensichtlich. Selbst Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Oh, das Gefängnis hier. Piraten wohl ins Gefängnis. Der Kerker. Piraten, die ein Gefängnis haben. Tja, so ist das. Arschlöcher gibt es wohl überall. Oh. Aber so richtig, ein Weg nach draußen. Vielleicht bin ich da schon 10-mal dran vorbeigelaufen und hab's nicht gesehen. Hier entlang, mir nach. Oh, habe ich jetzt doch was gefunden? Oh, 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 oh. Ach, das hatte ich von oben schon mal gesehen. Ja, das erinnere ich mich. Da scheint ein Tunnel durchzugehen. Wo? Ein Tunnel? Ich sehe keinen Tunnel. Da unten? Hey, Sam, komm her. Das kann was sein. Hinter dir. Oh, okay. Da lang gehen wir wohl nicht zurück.
Jetzt haben wir hier dann doch noch was gefunden. Versteck. Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Was ist das hier? Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und bam, da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Die haben den Turm gesprengt, oder? Ah, hier ist noch so ein Zeichen. Ja, wenn das Symbol von Angreifern stammen würde, hätten wir es nicht in einem Untergrundversteck gefunden. Ja, vielleicht gab es Ärger im Paradies. Geheimgesellschaften oder Rebellen. Wäre alles möglich. Geht's jetzt weiter hin? Da lang. Noch so ein Ding, noch so ein Zeichen. Oder haben wir das gerade eben gefunden? Weiß nicht. Ich habe jetzt schon wieder die Orientierung verloren, aber ich glaube, ich laufe immer im Kreis an dem Tisch und an dem Stadtplan sind wir ja schon ein paar Mal vorbeigekommen. Aber zumindest sind wir hier unten, glaube ich, relativ sicher. Deswegen mache ich hier auch wieder eine kleine Pause und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Und hoffentlich finden wir hier wieder einen Weg raus. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.